So, und dieses Dreier-Set, ein Stickset, ist wirklich ein kleines Set. Das sind solche Plastikringe, auch nicht aus Holz. Und wie man schon sieht, sind sie sehr klein. Somit ist eben auch das zu bestickende Objekt ganz klein. Für Anfänger somit gut geeignet. Und ja, hier sieht man auch, dass nur drei verschiedene Farben hierfür gebraucht werden. Man hat zwei verschiedene Nadeltypen. Der eine ist aus Plastik, die andere aus Metall. Und dann sieht das Ganze so aus. Alles, ja, entweder Englisch oder Chinesisch. Und ja, dann ist es vielleicht etwas schwieriger, das Ganze ja, zu nähen. Hier soll aber auch sozusagen nur der Backline, also Rückwärtsstich, angewendet werden. Und bei den anderen müsste ich schauen. Da sind dann schon zwei verschiedene, auch wieder rückwärtige. Und das ist der Ausfüllstich. Man müsste vorher, also hier wird es auch gezeigt, das ist okay. Aber ich empfehle trotzdem, da einfach diesen Namen des Stichs einzugeben. Da kommt auch ein Video, wie man das Ganze richtig macht. Ja, ansonsten bedarf es eigentlich nicht mehr. Und wir hatten mal ein Set, da musste also mehr gemacht werden. Und da waren also fünf verschiedene Stiche in einem Set mit drin. Das bedarf dann aber auch natürlich bei meiner 8-Jährigen etwas länger. Und das hier ist kurzweilig. Das ist eigentlich ganz gut. Da bleibt das Kind dabei. Ich kann aber noch in andere. So, und da ist auch nur Backline. Genau, also das sind die Stiche, die gebraucht werden. Und somit ist das dann auch, ja, bleibt das Kind auch dabei, gerade wenn es ein Anfänger ist. Für Fortgeschrittene ist es dann vielleicht zu wenig, aber mal schnell für Nachmittag, wenn Langeweile herrscht, ist das eigentlich ganz nett gemacht.